Hi Freunde, hier ist wieder James, aka Chris, mit einer neuen Folge unserer Let's Play-Reihe. Ja, es ist der fünfte Spieltag und wir haben den ersten Tag hinter uns gebracht und ich bin eigentlich furios gestartet mit dem allerersten Spiel, und zwar dem 18:30-Spiel Gladbach gegen Stuttgart. Ihr erinnert euch vielleicht an die gestrige Folge, da habe ich 2-0 getippt für Gladbach. Wir haben Raphael am Start gehabt, der hat 2 Tore geschossen, einen per Elfmeter, einen per Direktabnahme aus dem 16er, hat er dafür 14 Punkte gesehen, was mich erstmal zufriedenstellen müsste. Allerdings hatten mich dann die 20-30-Spiele alle mal zurückgeworfen. Das heißt, Thiago war nicht drin, zumindest nicht von Beginn an. Ist erst, ich glaube, paar 70. Minute reingekommen. Wir hatten Opare draußen gelassen, ihr erinnert euch, gegen Leipzig. Leipzig verliert ein dreckiges Spiel 1-0. Opare hat sogar eine 3 bekommen, hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Ich dachte, dass dann eine andere Leistung von Leipzig kommt, aber dazu gleich mehr. Da sind dann halt auch -4 Punkte rausgekommen durch Sabitzer Werner und ja, Stafeli ist wieder keine Minuten gesehen, leider, leider. Und ja, das war es dann eigentlich von meinen Spielern, die gespielt haben. Das heißt, wir haben heute noch 4 theoretisch im Einsatz. Wir nehmen jetzt Clemens mal raus, da haben wir noch 3. Die Konkurrenz war jetzt auch nicht so überragend, muss ich sagen. Es hält sich alles in Grenzen. Ich glaube, wir sind Zweiter, was den Live-Stand anbelangt. Ich glaube, wir haben jetzt 12 Punkte und der Führende des Spieltages mit 14. Aber es sind noch Leute unterwegs, die haben noch 7, 8 Spieler am Start heute. Die können also noch die 20-30-Punkte-Marke knacken. Ich denke, für uns wird es sehr, sehr schwer, dass wir überhaupt die 20 erreichen. Aber ich muss sagen, englische Wochen sind immer so ein bisschen, dass die Punkte im Schnitt deutlich nach unten gehen. Wenn ich mich an die zurückliegenden englischen Wochen erinnere, der letzten Saison, war das auch immer so, dass man so 20, 28 hatte, dann glaube ich mal der erste oder so. Also es hält sich meistens in Grenzen. Woran das liegt, keine Ahnung, vielleicht einfach, weil dann zu viel los ist, zu viele Spiele, und zu wenig Ausruhzeit. Das könnte eine Erklärung sein. Eine andere fällt mir jetzt nicht ein. Ja, am Wochenende geht es auch schon weiter. Ihr seht, wir haben 1,3 Millionchen am Konto. Ich habe mich eigentlich noch um Hasebe bemüht gehabt und wir waren uns eigentlich auch einig, dass da 2,2 Millionen für in Frage kämen. Das Problem ist, dass ich die 2,2 Millionen gar nicht habe. Selbst wenn ich Erster werden würde, selbst wenn ich noch 2 Spiele abgebe, würde das knapp werden und das Risiko, den Trade zu machen, ist mir zu groß. Und wie gesagt, ich halte an Stafelidis fest. Ich weiß, der wird nicht spielen, aber die Gefahr, dass der Typ oder dass Philipp Max sich verletzt, das ist die erste Option, die passieren könnte. Und er dann einspringt, ist zu groß. Und zweitens, ein Wechsel im Winter ist auch nicht ausgeschlossen. Und da denke ich mal, wäre das, wenn er keine Spielzeit bekomme, eine gute, gute Option für mich. Und ja, ansonsten werden wir jetzt gleich nochmal gucken, was auf dem Transfermarkt los ist. Also tippen können wir ganz kurz noch drauf starren. Also wir haben 3 Punkte hier gesehen, einen Punkt hier gesehen. Leipzig komplett falsch getippt. Und das war ja auch ein enges Spiel, in dem Bremen einfach die zweite Halbzeit dominiert hat. Da können wir glücklich sein, dass das nicht noch umgeschlagen ist und vielleicht andere dann noch einen Punkt mehr rausgeschlagen haben. Also gibt es da eine Live-Tabelle. Gibt es ja wie immer nicht. Leider, leider. Das ist schade, das fehlt hier auf dieser Seite noch. Das ist ja auf der anderen etwas schöner gemacht, meine ich. Mit dem Live-Stand der Tipps. Ja, ansonsten sind wir da auf dem Abstand von 8 Punkten noch. Also da müssen wir noch was nachlegen. Vor allem heute dann. Gucken wir nochmal drauf. Was haben wir heute noch für Optionen? Wir haben gesagt, Köln 1-1, Frankfurt halte ich nicht für ausgeschlossen. Wer das Spiel gewinnt, wird auf jeden Fall mächtig, mächtig, ja, mit voller Euphorie dann ins Wochenende gehen können, weil man dann endlich, oder falls dann der Knoten bei Köln geplatzt sein sollte, man dann endlich auch die ersten Dreier einfahren konnte. Ich bin gespannt, was das für Auswirkungen haben könnte. Nichtsdestotrotz, Frankfurt ist genauso am Boden noch. Man muss da erst wieder aufstehen und ja, ein Sieg in Köln wäre da natürlich richtig, richtig was wert. Gut, Mainz 2-1 gegen Hoffenheim habe ich nur getippt, weil ich glaube, dass Hoffenheim nicht die Kraft hat, das zu packen. Leverkusen hat einfach dominant gespielt. Es kann aber auch sein, dass das wieder so ein Rückschlagspiel wird, wo man dann wieder bei Null anfängt. Ja, Freiburg-Hannover ist ebenbürtiges Duell. Meiner Meinung nach, Hannover ist super in die Saison gestartet, aber man muss das realistisch einschätzen. Irgendwann kommt der Knackpunkt und ein 1-1 zwischen Mannschaften, die ja beide das Spiel gewinnen können, ist vielleicht nicht so unrealistisch, wie man denkt. Ja, Dortmund wird das, denke ich mal, gewinnen, weil man muss ja, Vorsprung sammeln vor den Bayern, die jetzt wieder gewonnen haben, souverän gespielt haben.
Da muss man einfach nachlegen, deshalb halte ich den Tipp weiterhin für gültig. Gut, so, Aufstellung hatte ich euch ja gesagt. Die Punkte waren minus 2, minus 2, 14, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Pfund. Opar hatte 4 und Jung können wir dann wieder abgeben. Aber dazu gucke ich ganz kurz nochmal, gegen wen Augsburg nächste Woche spielt, auswärts, in Stuttgart. Ja, da sind schnelle Leute auf dem Flügel, aber ich denke mal, dass wir nicht nochmal so ängstlich sein dürfen wie gegen Leipzig. Gut, gucken wir noch schnell auf den Transfermarkt. Das werden wir dann bei Zeiten annehmen, je nachdem, wie hoch das noch geht. Hasebe ist noch offen. Vielleicht wartet er noch auf ein Angebot meinerseits. Forsberg ist deutlich abgesunken, auch wieder mit einer schwachen Leistung der Leipziger insgesamt, auch zu erklären. Selassie würde ich mal gerne, was hat der denn gemacht eigentlich gestern in dem Spiel? Auch nur eine 4, also das hat auch nichts gebracht. Minus 16 Punkte ist schon eine deutliche Marke. Gut, also das heißt, wir können auf Hasebe bieten heute nochmal. Ich weiß nicht, wie hoch wir gehen. Vielleicht 2-1. Das könnten wir vielleicht irgendwie packen. Wenn wir mal sagen, wir nehmen noch die 2,30 hiervon, ja? 2,30 sind 1500 ungefähr. 1500 mehr können wir da nicht annehmen. So, wir brauchen 500 Euronen. So, gehen wir nochmal auf. Ne, Transfer ist richtig. Ne, wir gehen nochmal auf Transfer und dann auch unten. Und gucken mal, was hat denn ungefähr 500 Marktwert? Also, Opare wäre gut. Wir können keinen Mittelfeldspieler abgeben, weil wir dann auf einen 4-3-3 gehen müssten. Wir haben keinen Stürmer dafür. Das heißt, letztlich müssten wir uns von Abwehrspielern trennen. Ich weiß, dass alle sagen, wenn ich verkaufe den Stavlidis, ja, aber dann hätte ich einen 1-zu-1-Trade, dann hätte ich einen Hasebe für einen Stavlidis und hätte immer noch meine Lückenfüller. Die möchte ich ja loswerden, das ist ja das Ding. Das heißt, ich müsste letztlich Opare und Jung abgeben. Anders ist es im Moment nicht vorstellbar. Also ich setze mal drauf. Ja, wir setzen den mal drauf. Wir setzen den heute nochmal drauf. Wir setzen den heute nochmal drauf. Wir setzen Stafelidis drauf. Und ja, die beiden setzen wir auch drauf, weil die heute spielen. Habe ich gestern verpasst. Mein Fauxpas. Und ja, wir werden bieten. Das heißt, morgen ist Donnerstag. Morgen müssten wir dann mit den Spielern, die wir jetzt draufgesetzt haben, irgendwie zu einer Lösung kommen. Dann setzen wir den noch drauf. Und dann könnten wir ja Folgendes überlegen. Wir bieten 2,1. Mehr können wir uns, glaube ich, nicht leisten auf Hasebe. Können das noch abhängig machen von der Leistung von ihm heute. Und halten mal Ausschau nach einem Stürmer im Low-Budget-Bereich. Gibt es nicht. Gibt es einen Mittelfeldspieler mit Low-Budget-Bereich? Nein. Nein, nein, nein. Das Günstigste ist das, was wir selbst haben. Also. Keine Lösung des Problems. Das hieße, wir müssten eigentlich darauf spekulieren, erstens Spieltagssieger zu werden, was nicht ganz so einfach ist mit nur noch drei ausstehenden Spielern bei vorhandenen 12 Punkten. Unrealistisch. Zweiter Platz gibt uns nur 250.000, das reicht auch nicht aus. Und Tippspiel weiß ich nicht ganz. Da müssten wir gleich nochmal auf die klassische Seite switchen und gucken, ob es dann ausreicht. Ich werde das jetzt mal ganz kurz machen mit euch. Kurze Pause. So, dann sind wir wieder zurück und guck mal ganz kurz auf den Tippstand beim Live-Tippen. Wir hätten 4 Punkte, das wäre der zweite Platz theoretisch. Aber es wäre auch Spekulatius, muss man ehrlich sagen. Mit dem zweiten Platz kriegt man 500.000. Dann könnten wir das wahrscheinlich stemmen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir den zweiten Platz überhaupt erreichen. Das hieße, letzten Endes müssten wir uns wahrscheinlich in der Not dann von Stafelidis trennen. Wäre auch kein Beinbruch. Das heißt, wir bieten jetzt mal auf den Spieler 2,1 Millionen. Mehr können wir, glaube ich, nicht klar machen. Und sollten wir den Zuschlag kriegen oder nicht, werden wir dann sehen. Also 2,1 Millionen, wir müssen 787.000 aufbringen. Ihr seht es hier unten. Das wäre ein Verkauf von Jung 200.000. Das wäre ein Verkauf von Opare 660. Und dann hätten wir noch die 12, 120.000. Das würde reichen wahrscheinlich. Also wir bieten 210.000, würden dann Opare gegen Hasebe tauschen, werden immer noch auf Stafelidis sitzen bleiben, aber ich denke, es ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Bin mal gespannt. Also wenn wir den Zuschlag heute Abend kriegen, haben wir denn irgendwelche Angebote außer Jung? Nee, also nur den und Opare ist auf über 400.000, also es könnte sich sogar ausgehen, das wäre natürlich super. Ja, tippen.
Vielleicht müsste man sogar auf Siege tippen. Ich weiß es nicht, wie mutig die anderen sind mit den Unentschieden. Ja, ansonsten muss ich vielleicht noch kurz vor knapp etwas korrigieren. Ich sehe, dass wir ein 18:30-Spiel haben. Das ist immer ganz gut. Dann haben wir schon mal die Chance, wenn der Tipp komplett verhunzt ist, nochmal nachzujustieren. Also auch das nur ein Tipp an euch, falls ihr auch sowas habt mit Tippregelungen und ja, könnt ihr da auch nochmal kurz vor Anpfiff noch ändern, falls das nötig sein sollte. Ja, ansonsten sehe ich nicht viel. Spielstand live. Das ist der Zwischenstand bei uns. Wir haben, also ich habe 12 Punkte. Ihr seht, das ist alles dicht an dicht. An einige sogar schon mit 17, 14 Punkten. Also da werden wir auch keinen Spieltagssieg einfahren können mit nur noch 3 Spielern. Letzten Endes ist das zu wenig, denke ich mal, um nach oben zu stoßen. Und deswegen können wir nicht so hoch pokern. 2,1 Millionen und werden uns dann sehr, sehr wahrscheinlich, ich nehme es mal an, von Stafelidis trennen. Ja, ansonsten möchte ich gerne noch was sagen zu dem Spiel gestern. Ich bin ein bisschen enttäuscht, also von Augsburg, von Herrn Bayern natürlich. Also wer die Szene gesehen hat, ich finde, das gehört nicht in den Fußball rein. Das gehört nicht auf den Platz. Emotionen hin und her. Ich bin froh, wenn der DFB oder DFL, ich weiß nicht, wer das da regelt in der juristischen Instanz, aber dass man da auf jeden Fall noch eine Spielersperre verhängt, ist für mich eigentlich Pflichtprogramm. Und das geht für mich gar nicht. Für alle, die es nicht wissen, der Spieler Daniel Bayer hat sich hinreißen lassen in Richtung Herrn Hasenhüttl, eine obszöne Geste ja, zu offenbaren. Und das war einfach, weiß ich nicht, das gehört sich nicht. Und da sich im Anschluss noch nicht mal für zu entschuldigen, ist der total falsche Weg. Ich hoffe, da kommt noch was nach. Auf jeden Fall eine Spielsperre. Und ansonsten hat Augsburg das ja auch ganz gut gemacht gegen Leipzig, aber sowas gehört dann trotzdem nicht auf den Platz. Egal gegen wen du spielst, ob das jetzt gegen den Hassverein ist, ob das gegen einen Verein XY ist, ist es egal. Ich finde, sowas sollte nicht auf den Platz gehören. Und ich hoffe, dass man da nachträglich sperrt. Ich weiß dann nur nicht, welche Auswirkungen das dann für den Spieler hat. Ich glaube, der befindet sich hier. Ob der dann eine rote Karte nachträglich kriegt, weiß ich nicht, aber der ist auf jeden Fall dann gesperrt. Wie dem auch sei, also das ist noch eine Sache, die mir noch auf dem Herzen lag. Und ansonsten zu den Kommentaren gestern war eine Frage, soll ich Süle und Rudi abtauschen? Finde ich nicht. Also ich finde, egal welchen Spieler du von beiden hast, die werden beide ihre Spielzeiten kriegen, die werden beide ihre Punkte machen. Haltet bitte an Rudi und Süle fest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden ja in irgendeiner Weise auf der Bank versauern werden. Dafür ist die Kompetenz einfach zu groß. Und ja, solche Spieler auf bitte, bitte, bitte festhalten. Die werden nicht jedes Spiel machen, aber ganz ehrlich, die haben einen 4-Punkte-Schnitt. Und darauf kommt es an letztlich. Ob die das jetzt jede Woche abrufen, ist egal. Wenn die in der Saison diesen Schnitt 4 Punkte haben, ist das allemal ausreichend. Und genau solche Spieler braucht man. Da würde ich an eurer Stelle nicht verkaufen. So, das wollte ich noch dazu sagen. Ansonsten weiß ich nicht. Es kam eine Community-Frage, der mir dann eine ganze Handvoll Optionen geboten hat. Ich switch mal ganz kurz rein. Und zwar hier der liebe Try Army. Ich glaube, das ist ein Problem, das man nicht so einfach lösen kann. Also du hast natürlich, also erstmal einen grottenschlechten Torwart. Da habe ich auch, wenn man meine Vorbereitungsvideos gesehen hat, eine schlechte Meinung von. Ich habe auch eine schlechte Meinung von Nitz, aber der hat es bisher gut gemacht. Ich liege natürlich nicht immer richtig, aber das ist schon ein Torwart, da würde ich mir lieber einen anderen suchen. Klostermann finde ich gut, Elvedi spielt absolut solide, Sven Bender verletzungsanfällig, Vogt, bla 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 bla. Keita rot gesperrt, ja, aber abgeben macht keinen Sinn. Risse ist verletzungsanfällig, Köln spielt noch schlecht. Das wird sich noch ändern irgendwann. Rode ist auch dauerverletzt, das ist eigentlich kein Spieler, ist ein Lückenfüller, wie du es schon richtig siehst. Kramaric gut, Lecky gut, Bellarabi gut. Würde ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen, sondern schlägt er vor, er hat noch 1,48 und ich werde Kurt und Rode verkaufen. Ja, gut, wenn du beide verkaufst, dann hast du, weiß ich nicht, 800.000 dazu, das ist auch nicht viel mehr. Und jetzt muss man gucken, willst du ihn auf ein 3-4-3 umstellen? Das heißt, du wirst jetzt zwei Mittelfeldspieler finden für 5,4 Millionen. Halte ich nichts von, ganz ehrlich. Also ich meine, erstens ist nichts auf dem Markt bei euch. Ja, also ich sehe da keinen einzigen Spieler, der Sinn machen sollte, den du dir dafür holen würdest. Deswegen, also ich würde im Moment noch die Füße stillhalten. Und du hast ja eigentlich eine ganz gute Mannschaft. Ja, spiel weiter dein 4-3-3, würde ich jetzt im Moment spielen.
Klar, Klostermann hat jetzt auch nicht immer gespielt, aber tendenziell wird er am Wochenende auch wieder spielen, weil er geschont worden ist. Eine Risse wird irgendwann auch wieder zu seiner Form finden. Ich würde das im Moment nicht abtraden. Das macht für mich nicht so wirklich Sinn. Also, selbst wenn du umstellst mit deinen 5,8 Millionen, was du da hattest, 5,4 insgesamt, dann hättest du Risse weg, dann hättest du nur noch Keita, der ist ja auch noch für 3 Spiele gesperrt. Da fallen zu viele Spieler weg, die dann auch nicht mehr spielen. Und du bräuchtest 2 bis 3 Spieler, um die Lücken zu füllen. Aber mit 5,4 Millionen kannst du keinen vernünftigen Spieler holen, der diese Anforderungen erfüllt. Und bitte, bitte kauf keinen Jonas Hofmann oder sowas. Das ist ein absoluter Grottenspieler. Also ich weiß auch nicht, wie die Leute den aufstellen können. Der hat jetzt mal ein bisschen Glück gehabt letzte Woche, dass er den Elfer da rausgeholt hat. Aber Gott sei Dank ist er verletzt. Für Gladbach allemal gut. Ja, also mein Rat an dich, ich würde festhalten noch. Ich weiß, es sind 3 Wochen. Aber das Geld, die 5,4 aufzubringen und zu reinvestieren, ohne das, was auf dem Markt ist, halte ich für nicht schlau und davon würde ich abraten. Ja, dann die Süle-Frage hatte ich beantwortet. Dann Hausi hat eine super Mannschaft. Gerade Upamecano, Hummels, Sokratis, das sind ja schon Sechserschnitte in der Abwehr, also wunderbar. Ja, und ansonsten habe ich, glaube ich, alles beantwortet. Ja, in diesem Sinne war es das mit dem Video 106. Morgen dann mit der kompletten Spieltaganalyse und dann gucken wir mal, was mit Hasebe geworden oder was aus Hasebe und dem Transfer geworden ist. Und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg für heute Abend. Ich hoffe, bei mir läuft es ein bisschen besser, außer dass immer nur ein Spieler punktet, sondern dass da vielleicht auch mal jetzt Hoffenheim ein paar mehr Punkte bei rumkommen können. Ansonsten, wenn Mainz das Spiel wirklich gewinnt, sieht es nicht gut aus für die englische Woche und dann sind wir ja schon im 6. Spieltag und dann hoffe ich, dass dann auch die Rotiererei bei Leipzig ein Ende hat, dass wir da wieder gut reinkommen, dass Thiago, der jetzt mal geschont worden ist, dann auch wieder von Beginn an spielt. Und ja, müssen wir gucken, was wir mit Raphael machen. Gegen Dortmund wird wahrscheinlich auch nicht so einfach werden. Ja, in diesem Sinne entlasse ich euch aus dem Video und wünsche euch viel Erfolg für heute Abend. Drückt mir die Daumen, ich drücke euch die Daumen. Haut rein, euer James, bye bye und tschüss, Reno.